Hallo. So bereit für die Öffentlichkeit? Gleich dicke, guck mal, wir haben 3 Paletten. Wir haben 3,5 Paletten. Ja, dann zeige ich euch das erst. Moment. So, wir sind am Fachsimpeln. Wir haben ja noch Paletten übrig. 3 Stück und das, was oben drauf liegt, ob wir hier den Schuppen damit noch neu gedeckt bekommen und eventuell das sogar. Das sind fast 4 Paletten, wenn du guckst, was da oben drauf liegt von der Höhe. Weil das wird jetzt hier so langsam immer wieder undicht und den Schuppen wollen wir ja auf jeden Fall behalten, wenn nicht sogar ausbauen später als Gästehaus. Dann zeige ich euch das mal und deswegen wollen wir gerne das Dach erhalten. So. Da war früher ein Schweinestall. Hier. Also, unser Plan wäre, wenn das ein Gästehaus wird, da oben als Schlafzimmer, dass man da so eine Leiter hochgeht und hier unten halt einfach nur was Einfaches. Eine Wohnküche oder so, ne? Ja. Und die Balken. Keine Ahnung, ob die Balken gut sind. Das wird ja dann der Dachdecker sagen. Können. Ja, aber es wäre ganz viel Arbeit dann, ne? Das hier umzubauen als Gästehaus. Aber wenn man die Zeit hat, ne? Ja. Das ist ganz einfach gemauert worden, ne? Einfach nur die Steine übereinander. Ja. So, okay. Dann wisst ihr das schon mal. Und jetzt seht ihr unser Haus, was wir jetzt seit fast 2 Jahren haben oder vor circa 2 Jahren gekauft haben. Und ja, es wird nach und nach saniert. Es dauert immer etwas länger, als wir denken. Ja, jetzt halt durch Corona hat es auch natürlich noch länger gedauert wieder. Und wir haben sehr viel da drin geändert. Wir haben den kompletten Grundriss geändert. Ich werde euch mal die Playlist hier oben verlinken, wie es am Anfang aussah. Also es ist lange noch nicht fertig. Aber es hat sich schon sehr viel getan. Und ja, ich gehe jetzt einfach mal mit euch rein. Zum Beispiel das Erste, was sich hier schon mal getan hat, das war früher alles Terrasse. Die Fenster waren nicht da und hier war auch keine Haustür drin. Wir haben das nämlich umbauen lassen als Flur. Ihr seht auch, hier wurde noch ein Stück Wand dran gemacht oder wie auch immer. Also ich bin halt, wie man hört, nicht vom Fach, aber es wurde halt gemacht. Und hier der Boden, da waren Fliesen drauf und darunter war Lehmboden, das wurde alles rausgerissen. Und dann wurde hier, keine Ahnung, Estrich oder was auch immer reingemacht, damit das eben ist. Und das war halt alles offen hier. Und wir wollten das als Flur hier nutzen. Hier geht es hoch zum Dachboden. Da kommt dann irgendwann eine schöne Treppe rein. Möchtest du auch reinkommen, Bernd? Dass man hier oben, wir wollen den irgendwann ausbauen und dann können da oben die Kinderzimmer hin. So, dann geht es hier weiter. Hier war vorher nur ein Fenster. Das haben wir rausgemacht und eine Tür gemacht. Und hier war dann das Badezimmer, das kommt auch wieder hier hin. Hier haben wir einen Durchbruch gemacht, das war zu die Wand, weil hier soll das Badezimmer weitergehen, weil wir gerne eine Badewanne haben möchten. Die soll hier stehen. Die haben wir uns schon ausgesucht, das ist so eine mit Übergröße. Und das Fenster, was hier drin war, das haben wir vergrößern lassen, also ein größeres einbauen lassen, damit wir halt ein Fenster im Bad haben. Und das ist so klein, weil in Ungarn zu einer Seite immer die Fenster kleiner sein müssen oder so. Da gibt es so ein Gesetz, was ich nicht ganz verstehe, weil da haben wir ein großes Fenster. Aber ja, hier wird dann, haben wir 2 Eingänge zum Bad? Nein, ne? Das wird hier zugemacht später, ne? Die Wand hier. Hier wird eine Mauer hochgezogen. Ja. Hier wird eine Mauer reingemacht. Genau, jetzt weiß ich wieder. Habe ich vergessen? Ja, stimmt. Hier wird eine Mauer reingemacht quasi. Ja. Genau hier. Genau. Das heißt hier. Ja. Hier kommt das Kämmerchen und hier kommt der Boiler rein. Genau, weil ja, hier kann man dann von der Küche rein in diesen Boilerraum und eine kleine Vorratskammer haben wir dann auch da. Ja,
So, jetzt befinden wir uns in der zukünftigen Küche. Hier wurden auch schon die Fenster ausgetauscht. Und letztes Jahr, als wir dann im Sommer hier waren, haben wir festgestellt, also das, die waren halt so bis hier, war das Fenster. Und das ist ja sehr niedrig, weil wir gerne hier Arbeitsplatte haben möchten. Ist uns aber hinterher erst eingefallen, dass wir die gerne bis da haben möchten, die Arbeitsplatte. Also das Fenster nochmal raus, hochgesetzt und wieder eingebaut. Und jetzt sind da oben noch die Löcher, wie ihr seht. Da soll irgendwo ein Nest sein. Ich sehe es aber nicht. Ne? Was? Der Ofen ist weg. Ja. Wusstest du das? Ja, der sollte doch weg, war kaputt. Okay. Aber ich sehe das Nest nicht. Jedenfalls sollen da irgendwelche Vögel nisten. Und deswegen sind die Löcher noch da. Dann wurde gemacht, die Decke hier, die, da sieht man das noch. Die kommt hier so runter ein bisschen. Und ja, dann war der Dachdecker da, hat hier die Balken reingemacht. Und da kommen jetzt halt überall so Rigipsplatten hin. Und wir haben so Spots per Amazon direkt hier hinliefern lassen nach Ungarn. Wie willst du das machen? Weiß ich nicht. Wie viele haben wir denn? Wie viele Spots? Muss man gucken. Ja, dann können wir ja noch mal reden, wenn wir wissen, wie viele. Und dann müssen wir jetzt in diesem Urlaub schauen, wo wir diese Spots haben möchten. So, dann haben wir hier, drehe ich mal um die Kamera. Hier ist jetzt ein großer Durchbruch. Das war halt einfach nur eine Tür. Wir wollten halt gerne einen offenen Raum haben. Deswegen wird die Wand hier zum Teil weggemacht. Da oben ist das Nest. Ja. Jetzt sehe ich es und die fliegen durch das Loch raus. Ah. Und wieder rein. Oh ja, und wieder rein, klar. So, hier kommt dann später der Kühlschrank hin und wir haben im Schuppen hier so eine Hexe gefunden, so ein Oma-Ofen. Hier war so ein Kachelofen, der war aber kaputt, der wurde weggenommen und hier kommt dann später diese Küchenhexe hin und da wird das halt angeschlossen. Das ist die Küche. So, dann befinden wir uns im zukünftigen Esszimmer. Da ist wieder der Flur, da wurde die Tür etwas vergrößert, da wird auch später, also der Türdurchgang, da kommt keine Tür rein, das wollten wir offen halten. Und hier hin, zukünftiges Wohnzimmer. Da ist jetzt passiert seit dem letzten Besuch, dass die Steckdosen nochmal versetzt wurden. Wir hatten die erst hier unten angegeben, dann haben wir gesagt, ja, dass der Fernseher wahrscheinlich oben an der Wand hängen wird, also wurden die Steckdosen nochmal nach oben verlegt und die Wand hier wurde begradigt mit Gipskartonplatten. Das ist seit dem letzten Besuch letzten Sommer hier passiert und davor, klar, wurde hier auch noch überall, die Heizungsrohre wurden im ganzen Haus verlegt, auch nach oben auf den Dachboden. Das sieht man hier noch, hier wurde halt alles aufgemacht und die, ich weiß nicht, waren das Rohre, das waren eher so Schläuche, ne? Dass wir halt Heizungen hier anbringen können. Was denn? Das waren keine Heizungsrohre, das waren so Schläuche mehr. Wo das Wasser durchgeht, heiße? Ja. Kalt? Keine Ahnung. Wir kennen uns nicht aus, müssen wir auch nicht. Aber hier sieht das schon wieder so aus, ne? So gut verputzt alles hier, aber ihr hattet den Boden auch schon gleich gemacht, ne? Ja, im Wohnzimmer auch ein bisschen. Ja, weil hier ist echt der Boden schon gleich gemacht. Da war vorher, hat er ja gesehen hier noch. Dann haben wir hier die Steckdosen, wurden auch erst unten installiert und dann nochmal nach oben gezogen, weil wir wieder Blitzbirnen und später umentschieden haben für den Fernseher. Unser Ausbau später und hier. Auch hier wurde die Wand begradigt mit Gipskarton. So, und jetzt wollen wir unser Feigenbäumchen hier einpflanzen, was wir aus Deutschland mitgebracht haben. Wir suchen gerade ein Plätzchen. Hier ist ein Apfelbaum, ja. Mit Äpfel dran. Vorsicht, Hund, sonst Kopf weg.
dir mal den Bauch schon mal. Ein bisschen wenig Erde hier. Können wir von hier was rausnehmen? Von wo? Hier, warte, ich mach. Gut zur Seite. Ja? Wie die jaulen. Noch einen Schluck Wasser drin, vielleicht können wir das noch. Ja, mal gucken, ob uns der Feigenbaum in ein paar Jahren mit Feigen beglückt. Das wäre ja schön. Vor allem jedes Mal, wenn wir wiederkommen jetzt, dann sehen wir, wie groß der geworden ist. Schön, dann sieht man das viel mehr, als ob man jeden Tag hier ist. So, und jetzt zeige ich euch noch was von unserem Grundstück. Tada! Also das alles. Das wird halt alles gemäht von einem Bauern zweimal im Jahr, der dann das Grünzeug zu Heu verarbeitet oder so und dann seinen Tieren gibt. Deswegen ist da halt wesentlich höher das Gras. Ja. Schön. Ja. Ordentlich einpacken und dann gibt's ein paar Staunen. Ja. Sieht schon aus wie. Ja, okay. 10 Jahre benutzt. Okay. Ja, du hast doch. Ach nee, sogar nicht. Smurfy, nicht buddeln. Was hier wohl drin war, in dem Schuppen. Wo? Da, wo jetzt Gerümpel drin ist. Gucken. Jonapot. Heizlüfter, was wir hier alles haben. Gummistiefel. Ja, genau, da sind die. Tu mal Schüsseln. Ja. Hier? Ja. Ja. Hier haben wir die Hexe, die in die Küche kommt. Da oben. Keine Ahnung. Ach, für Nudeln. Welche Nudeln? Von Kalle. Die Schwimmnudeln. Ja, die Schwimmnudeln von letztes Jahr aus dem welche. In Heves, das Thermalbad. Ja, genau. Hier haben wir schon Küchenutensilien, die wir irgendwann mal einräumen, hoffentlich. Gläser, ein Zelt. Nudelholz, ganz wichtig für dich. Ja, alles hier. Ein Kochstuhl für Äpfelchen. Hier eine Säge für dich, dein ganzes Werkzeug. Beinabsägen. Ja. Da oben ist ein Stuhl für Äpfelchen. Fürs Kind. Ja, für Äpfelchen. Ist so groß wie ein Apfel. Ja, jetzt ist so groß wie ein Apfel. Boah, hier biegt sich auch die Decke durch. Ja, na dann. Was? Ein Piepding, was wenn da ein Nest oben wäre. Ja. Noch was von brauchen wir? Schüsseln? Nee, haben wir ja alles im. Ja, schöne Töpfe da oben. Ja, die haben wir gerettet. Der Hühnerstall, hier ist jetzt auch die Tür auf, ne? Da habe ich ja den Pisspot schon rausgeholt. Hier ist unser Esskastanienbaum. Walnüsse sollen dieses Jahr ganz schlecht sein hier in Ungarn. Ja.
Ja, der Hühnerstall hat aber auch schon bessere Zeiten. Und das, keine Ahnung, sieht aus wie ein Kirschbaum hier, ne? Aber ohne Ertrag. Ja. Auf jeden Fall, ne, würde ich so lassen. Ist doch voll cool. Geht das auf weiter? Nee, ne? Unser Plumpsklo. Ich würde es lassen. Einfach so, Nostalgie. So, wir sind jetzt wieder hier bei uns an der Pension, trinken einen Kaffee. Und dann wollte ich euch noch etwas erzählen. Ja, dazu, wenn ihr euch ein Haus in Ungarn kaufen möchtet, dass ihr viel Zeit einplanen sollt zum Sanieren. Das habe ich euch ja schon gerade gesagt. Gerade wenn ihr auf dem Land kauft. Hier sind halt Handwerker rar gesät. Und wenn es welche gibt, zum Beispiel unser Dachdecker, der hat das super gemacht. Aber der ist auch natürlich dementsprechend im Voraus ausgebucht. Und wir hatten auf unser Dach zum Beispiel, wie lange haben wir gewartet? Also wir haben im Oktober gekauft und im Mai oder Juni wurde das Dach gedeckt. Und auch dann immer wieder kamen, also die Termine wurden ein paar Mal verschoben, weil dann waren Notfälle, wenn dann hier ein Unwetter war oder so. Und irgendwo sind Dachziegel abgefallen, weil natürlich hier viele Dächer sehr kaputt sind und das fliegt halt dann schon mal ab. Und das geht dann natürlich vor so ein Notfall und deswegen werden solche Termine gerne mal verschoben. Genauso der Mensch, der Wasserinstallateur, der hat genauso Notfälle, wenn eine Leitung irgendwo platzt oder so. Und ja, das muss man halt alles mit einberechnen. Es dauert alles sehr viel länger und wir machen halt gar nichts selber, weil wir es halt ja nicht können. Wir sind keine Handwerker. Und halt, wenn wir hier sind, wollen wir halt auch Urlaub haben und nicht hier arbeiten. Und deswegen, ja, wir haben ja Zeit. Wir müssen jetzt nicht da drin wohnen. Wir planen ja, in 8 bis 10 Jahren auszuwandern. Von daher können wir das alles ganz entspannt sehen. Hast du die Maus gefunden? Muss ich die nehmen. Ist sie nass? Nee, aber müffelt halt vom Schwimmen. Dann wasche ich die einfach nachher, die Decke. Ja. Und ja, es ist halt oft so, dass Termine gemacht werden mit Handwerkern und die dann nicht wahrgenommen werden, weil halt irgendein Notfall ist oder jetzt war halt Corona. Okay, damit hat halt wirklich niemand gerechnet, dass jetzt alles lahmgelegt wird. Das war wirklich, ja, ich hoffe einmalig. Obwohl wir heute gehört haben, dass jetzt wohl zu Österreich die Grenzen wieder zu sind. War das zu Österreich oder wie war das? Angeblich zumachen an Österreich die Grenzen. Ja. Habe ich aber nichts von gelesen. Habe ich auch nichts von gelesen, haben wir halt nur gehört. Aber gut, ich gucke jetzt auch nicht nach den Nachrichten. Weil wir kommen nach Deutschland wieder, wenn wir es müssen. Mit dem Auto gehe ich mal ganz stark von aus. Ja, da braucht man sich ja jetzt nicht verrückt machen. Und das kann ja auch sein. Viele sagen auch, die zweite Welle kommt. Dann können wir im Herbst wieder nicht fahren. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir freuen uns, dass es doch ein bisschen weitergegangen ist bei uns im Haus. Also sowas wie diese Gipskartonplatten und die Fenster wurden versetzt und der Boden wurde begradigt. Alles jetzt seit dem letzten Mal, als wir hier waren. Das wussten wir alles nicht. Wir dachten, das ist alles so, wie wir es quasi letztes Jahr verlassen haben. So ziemlich so, wie wir es letztes Jahr hier verlassen haben. Das wird für viele von euch jetzt kein großer Fortschritt sein, aber für uns schon. Wir freuen uns darüber, weil wir halt nicht damit gerechnet haben. Und ja, man hat halt gesehen, es geht voran. Und morgen ist der Plan, dass wir zu uns, dass wir uns am Haus treffen mit jemandem, der die Wände verputzt. Und das wird so ein Strukturputz, soll das werden. Und dann können wir uns halt, also der macht halt so Muster, verschiedene Strukturen an die Wand und dann können wir uns halt welche aussuchen
für jedes Zimmer einen anderen oder für jeden überall dasselbe. Das wissen wir noch nicht. Wir gucken uns das erstmal an, was der uns da so anbietet und vorschlägt. Und ja, dann sollen die Wände verputzt werden. Aber erstmal müssen die Decken gemacht werden. Ach, es ist noch viel zu tun bei uns am Haus. Und diese Woche haben wir auch, oder Bernd muss da zu diesem Gasversorger. Ist das E.ON Gasversorger? E.ON. E.ON. Und zwar wird dann der Gasanschluss zu uns ans Haus gelegt. Und das muss man halt beantragen. Da muss man mit dem Personalausweis hin. Was ist? Meine Maus. Ich bin mir 1000% sicher, dass ich sie eingepackt habe. Ich nicht. Ich aber. Und soweit wir wissen, ist das noch gratis, dass E.ON halt den Gasanschluss bis zu uns ans Grundstück bringt und von da aus müssen wir dann weitermachen. Aber wenn das halt erstmal gemacht ist, wenn wir dafür einen Termin haben, dann können wir halt weiter planen. Da muss man zum Architekten gehen, wenn ich das so richtig verstanden habe. Also in Ungarn muss man erst den Anschluss zum Grundstück haben, dann zum Architekten gehen, der dann so eine Zeichnung macht vom Haus, wo das halt alles rumgeht, die Leitung. Und dann wird halt ein Graben gebuddelt zum Haus, von da, wo E.ON halt die Gasleitung gemacht hat. Dann wird die Leitung verlegt. Ja, und dann hat man Gas am Haus. Und dann können wir halt unsere Heizungstherme anschließen und haben dann Warmwasserheizung. Und wir möchten ja gerne auch später einen Gasherd haben. Und ja, dafür brauchen wir halt die Gasleitung. Aber damit das jetzt schon mal so ins Rollen geht, jetzt wo wir gerade hier sind, da muss man halt mit Personalausweis zu E.ON gehen. Und das dauert dann ja alles wieder. Wir sind ja in Ungarn. Aber dann, ja, geht es langsam wieder weiter. Ja. Und so lange bleiben wir halt hier in der Pension zum Übernachten, wenn wir hier sind. Hier ist es ja auch wunderschön. Aber trotzdem freuen wir uns, wenn unser Haus fertig ist. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Ich habe euch eine Haustour hier von unserem Haus in Ungarn gegeben. Ja, so was ich auch noch sagen wollte, nach meinem letzten Video hier aus Ungarn, also das erste Video war das, wo ich halt gesagt habe, wir sind in Ungarn, gar nicht jetzt so bezogen aufs Haus, habe ich einige E-Mails bekommen, dass viele Menschen Häuser suchen und ob wir behilflich sein können bei der Vermittlung oder ob wir Häuser wüssten, wo. Und dann haben die uns E-Mails oder mir E-Mails geschrieben, was sie sich wünschen, was sie für ein Haus haben möchten, wie viel sie investieren möchten und wo das sein soll und sowas alles, wie groß das Grundstück sein soll. Und, so. Und wir sind keine Immobilienmakler oder Vermittler oder so. Und ich habe auch auf diese E-Mails jetzt nicht geantwortet. Ich mache das jetzt einmal hier in diesem Video, dass wir halt keine Häuser vermitteln. Ich habe einmal ein Video zu einem Haus gedreht, was verkauft werden sollte und habe dann die Kontaktdaten unten reingeschrieben. Das Haus ist auch mittlerweile verkauft. Dann habe ich die Kontaktdaten halt wieder rausgenommen. Da habe ich kein Geld für gekriegt, genommen, wie auch immer. Ja, ich habe halt einfach das Video online gestellt, weil manche interessiert es ja auch einfach so, was so ein Haus hier kostet und wie es hier auch aussieht. Deswegen fand ich das ganz interessant hier für meinen Kanal. Aber wir sind halt, wie gesagt, keine Immobilienmakler und können euch da leider nicht helfen. Ich kann euch nur sagen, sieht man mich nicht? Mein Kopf ist halb drauf nur. Und echt bist du da Augen? Ja, mach das mal für mich. Nicht abbrechen. Ja, jetzt bist du genau mittig. Ja. Und auch oberhalb. Danke. Oberhalb, dann denken die Leute nicht, dass du eine Glatze hast. Okay, ich habe Haare. Yeah. Haben die ja schon gesehen in dem Video. Grand Opening mit Haaren. Mit Haaren. So, was wollte ich sagen? Ich kann euch empfehlen, also das haben wir gemacht, auf Facebook gibt es viele Gruppen. Ey, hör auf! Doof. Die Lok- und Lokdose will er kauen. Der ist so müde, der hat sich gerade schon dreimal hingelegt, wo ich drin am Sofa war. Der legt sich jetzt hin und schläft bestimmt. Wartet auf die nächste Mahlzeit. Er sagt, das Loch war gestern noch offen, Mutti. Ja, er ist zwar tot, er ist zwar todmüde. Aber ein Büttelchen geht. Der macht ein Loch und legt sich da rein. Mit seiner schön kühl. Unterbauchregion rein. Ja, okay.
die Glatze wieder vorhanden? Ja, ist geil, bis okay. zu sehen. ja, also wir sind immer noch in mehreren Ungarn-Gruppen. Wir haben auch selber eine erstellt, das ist deutschsprachige in Ungarn Freunde finden. Weil wir halt auch viele E-Mails schon in den letzten Jahren erhalten haben, dass Menschen in Ungarn Gleichgesinnte suchen und deutschsprachige Kontakt zu Deutschsprachigen suchen. Deswegen haben wir diese Gruppe gegründet, weil wir können uns natürlich nicht mit allen treffen. Und dann könnt ihr euch dort halt verabreden. Und ja, dann gibt es halt auch Ungarn Immobilien privat, von privat, für privat, ohne, wie heißt das? Makler. Ohne Makler und so. Also gibt es viele Gruppen auf Facebook. Wir haben auf eBay Kleinanzeigen geguckt und ja, wir haben unser Haus letztendlich über Facebook gefunden, haben es besichtigt und gekauft. So, war da eigentlich recht schmerzlos, wie in so vielen Sachen. Ja. Ja. Mal gucken. Komm, wir fahren mal nach Ungarn und gucken uns das hier an. Ja, 5 Tage waren wir hier und haben das Haus auch direkt gekauft. Ja. Also nicht direkt gekauft, wir haben es angezahlt und sind dann nochmal 2 Monate später wieder gekommen und haben es gekauft. Und bis jetzt noch nicht bereut. Einfach mal machen, oder? Bernd, was sagst du? Ja. Einfach mal machen. Ist ja jetzt auch nicht so eine große Investition, wenn man sich hier so eine Ruine kauft. Dein Laptop sagt, der kennt das WLAN schon. Ja, klar kennt er das WLAN schon. Darf ich hier? Du darfst da, ja. Ja, Bernd muss jetzt auch ein bisschen arbeiten. Jetzt nicht mehr. Ah, erstmal meinen Laptop kaputt machen. Nee, das war deine Maus. Die darfst du kaputt machen. Wo war sie denn, die Maus? Was kaputt beim jetzt? Hund. Nein. Beim Hund? Nur voll angenagt. Die war hinten drin. Im der Auto. Hund sitzt. Achso. Aber okay. Eigentlich geht der ja nicht da dran. Ja. Ja. Genau. So, wir arbeiten jetzt ein bisschen. Ich schneide das Video und Bernd macht Bestellung oder so. Ja, ich glotze ein bisschen. Und dann melden wir uns die Tage wieder. Sag Tüssi. Zu deinen Freunden. Zu meinen Freunden. Tschüss, meine Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und es gibt auf jeden Fall noch ein Video aus Ungarn. Tschüss.